Ja, herzlich willkommen und auch guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass das Saal doch so voll ist. Ja, wie schon gesagt, ich will heute so ein bisschen etwas erzählen zu Zensurumgehungssoftware. Was gibt es da? Wo sind so Stärken und Schwächen bei einigen Produkten? Wundert euch nicht, die Folien sind in Englisch. Also ich wurde im Vorfeld angesprochen, ob ich den Talk nicht generell in Englisch halten könnte. Ich habe dann halt so gesagt, als Kompromiss mache ich die Folien in Englisch und man kann den Stream ja dann auch in Englisch hören. Das Wesentliche kommt dann halt auf Deutsch. Ja, was will ich eigentlich heute so erzählen? Ich will mal ganz kurz so über Zensur weltweit erzählen. Wobei es gibt, also ich habe in den letzten Jahren auch mal hier auf dem Kongress und auch bei anderen Veranstaltungen Talks zur Zensur wirklich im Detail gehalten. Also wenn man da mehr wissen will, sollte man sich vielleicht dahin wenden. Das wird also nur eine Übersicht. Ich werde ein bisschen was zu anderen, zu einigen Zensurumgehungsmaßnahmen sagen und dann habe ich mir so eine Handvoll rausgepickt, die eventuell interessant sind. Ja, ich meine, die Erkenntnis dürfte sich mittlerweile durchgesetzt haben, dass Zensur wirklich ein weltweites Problem ist. Es findet nicht nur irgendwie lokal statt und es ist natürlich auch ein altes Problem. Also ich selbst, ich komme aus Jena und meine Universität, die hatte vor einigen hundert Jahren, muss man sagen, eine eigene Zensurbehörde, wo, wenn man halt ein Buch veröffentlichen wollte, man hingehen musste und sein Buch da vorstellen musste und der jeweilige Zensor hat dann darüber entschieden, ob das publiziert wird beziehungsweise was davon publiziert werden darf. Ich meine, mittlerweile in Deutschland, ihr kennt vielleicht alle die Diskussion von vor 3-4 Jahren um dieses Zugangserschwerungsgesetz. Das ist ganz klar, Deutschland hat also keine Zensur und wenn man ins Grundgesetz schaut, diesmal Artikel 5, nicht Artikel 15, wie vor ein paar Stunden hier zitiert wurde, ist diese Passage, eine Zensur findet nicht statt, die das quasi hier auch nochmal mit statuiert. Allerdings ist es so, dass in anderen Ländern bekannte Beispiele sind sicherlich Iran, China etc., da findet natürlich sehr viel Zensur statt. Man versucht den Informationsfluss zu blockieren und natürlich versuchen auch Leute irgendwie sich da rumzuarbeiten. Und die üblichen Ansätze, die ja auch wohl diskutiert sind, sind so diese DNS- oder IP-Sperren. Das heißt, man schaut sich einfach mal den DNS-Request an, geht er auf eine gesperrte Seite, kriegt der User vielleicht so eine Blockpage, so eine Stoppseite angezeigt. Oder man sagt gleich, ich sperre halt eine IP-Range oder nur eine einzelne IP und in der Hoffnung, dass da niemand mehr hingehen kann. Und wir haben das ja auch vor einiger Zeit gesehen, also die Bezirksregierung in Düsseldorf ist ja immer sehr kreativ, wenn man sowas machen kann. Also die haben, ich glaube, YouPorn sperren lassen und ein Provider hat das halt auch auf IP-Basis gemacht, hat also die YouPorn-IP oder IPs damals gesperrt. Das hat aber dann eben dazu geführt, dass auch einige tausend andere Seiten auch nicht mehr abrufbar waren, die nicht unbedingt nur Pornoseiten waren. Die Entwicklung ist ein bisschen weitergegangen, auch vergleichsweise altes System ist von British Telecom entwickelt worden, heißt CleanFeed. Das ist so ein zweistufiger Ansatz, den die fahren, das heißt am Anfang machen die so ein DNS-basiertes Blocking, also zum Beispiel, nehmen wir an, ihr wollt die englische Wikipedia-Seite von AC/DC besuchen, dann wird halt, wenn ihr die Seite da aufruft, zunächst erstmal geguckt, steht denn Wikipedia überhaupt auf der Blocking-Liste oder nicht, also im DNS-Bereich. Es war in der Tat mal der Fall, dass Wikipedia mal auf dieser Blockliste mitstand. Das heißt, dann würde der Request dann weitergereicht werden an den Filter und der guckt dann halt sich genau die URL an, ob in dem Falle AC/DC dann als konkreter Eintrag da zu sehen ist und wenn ja, kriegt er halt dann auch die Seite nicht angezeigt und falls das nicht der Fall ist, dann wird normal eben die entsprechende Wikipedia-Seite angezeigt. Also der Grund damals war, vor langer Zeit, ich glaube in den 70er Jahren, irgendwann ein Album veröffentlicht hatten, wo so ein halbnacktes junges Mädchen auf dem Cover zu sehen war. Und das war also sozusagen unter dem Stichwort Kinderpornografie durfte damals, kann sein, dass ich mich jetzt auch täusche, dass es nicht AC/DC war, aber eine relativ bekannte... Wie? Scorpions, oh Entschuldigung, ja, Scorpions waren es. Und da wurde halt die Seite eine Zeit lang halt damit gesperrt. Und das CleanFeed-System soll halt eben dafür sorgen, dass wenig sogenanntes Overblocking stattfindet, das heißt, man sehr gezielt nur Einzelseiten blockt und auf der anderen Seite halt auch wenig Last auf dem System entsteht.
Ein anderes System, was wir halt vor der Rebellion gesehen haben, war in Libyen. Libyen hat einfach E-Mails blockiert. Man hat eine E-Mail geschrieben und die ist aber nie angekommen. Man bekam keine Fehlermeldung. Also üblicherweise, wenn da irgendwie der Empfänger nicht feststellbar ist oder die Mailbox voll ist oder sowas, kriegt er halt irgendwie eine Message. Und in Libyen kam halt die Mail einfach nicht an. Die verschwand irgendwo oder, also es gibt einzelne Berichte, dass sogar innerhalb der Mail Text einfach mal ersetzt wurde oder Text fehlte. Und also da ist auch anzunehmen, dass das hier da entsprechende Maßnahmen gemacht wurden. Auch vor einigen Jahren in Kasachstan hat man die Webseite der Opposition kreativ neu gestaltet, sagen wir mal so. Und zwar aber nur für Inländer. Also wenn ich in Kasachstan versucht habe, die Oppositionsseiten aufzurufen, fand man dann so Nachrichten so nach dem Motto, die Regierung ist toll, unterstützt die Regierung und wir als Opposition stehen hinter der Regierung, so vom Inhalt her. Und wenn man vom Ausland auf die Seiten zugegriffen hat, hat man halt wirklich die reale Oppositionsseite gesehen. Also hier hat sich also der Zensor halt so ein bisschen in Kreativität auch betätigt. Ist mittlerweile halt auch leider, oder werden halt andere Maßnahmen eingesetzt. Natürlich, ich meine, die Beispiele der Great Firewall of China sind hoffentlich wohl bekannt. Also wer gestern den Talk von Fee von Frank gesehen hat, also den Fnord-Jahresrückblick, die hatten mal so einen Teil von China und da war oben, ich glaube links, nee rechts in der Ecke, waren so zwei Polizisten, die Jing Jing und Jia Jia heißen die. Und das ist halt so, wenn man in China surft, tauchen die immer mal so am Bildschirm, poppen die hoch und erinnern einen, dass man bitte nur ordentliche Webseiten, korrekte Webseiten surft und dass man sich quasi harmonisch im Lande da verhalten soll. Das ist eine Maßnahme. Es gibt also in China, was auch DPI betrifft, also Deep Packet Inspection, sehr tiefgehende Maßnahmen. Da könnte man quasi ihren eigenen Talk darüber halten. Allerdings mittlerweile ist es so, dass viele Zensoren weggegangen sind von der Idee, irgendwie kreativ sozusagen Zensur zu betreiben, wie wir es vielleicht zum Teil auf den Vorfolien gesehen haben, sondern es ist letztlich mittlerweile einfach ein Business, das heißt, die Zensoren gucken sich an, was gibt es für Firmen, wer bietet uns ein Produkt entsprechend an und die kaufen das dann. Also die Beispiele sind ja auch, werden in der Presse sehr häufig diskutiert, sowas wie Nokia Siemens Networks, die in China das Monitoring Center laufen haben. Finn Fischer, die ja mit sehr extremen Technologien in Bahrain und anderen Ländern Leute wirklich verfolgen und es gibt also wirklich eine ganze Reihe von weiteren westlichen Firmen, die diese Technologie liefern. Wer da Interesse hat, es gibt in England eine Initiative, die heißt Big Brother International von dem Eric King und der Eric King fährt immer mal zu diversen Veranstaltungen, also zu Messen von solchen Überwachungstechnologieherstellern und hört sich das an, was die zu sagen haben. Und er sagt auch immer, dass also die ganz klar Massenüberwachung auch propagieren. Also das ist sozusagen das Verkaufsinstrument, was die haben. Also nicht so, dass, wie es oftmals diskutiert wird in der Politik, dass man sagt, das sind ja Dual-Use-Goods, also man kann mit denen irgendwas Schönes machen und auch was Böses, sondern also hier, das sind diese viele der Überwachungs- und Verfolgungssoftware ist einfach wirklich quasi ein Single-Use-Good. Und wie ich es hier auch geschrieben habe, es wird wirklich auch dazu benutzt, dann halt, um Leute konkret zu verfolgen, um die Türen da einzutreten und die ins Gefängnis mitzunehmen und auch dann mehr zu machen. Und das ist halt einer der Gründe, warum man halt wirklich irgendwie eine sichere Möglichkeit für die Aktivisten im Land braucht zur Kommunikation und vor allen Dingen halt auch eine zensurresistente Möglichkeit und einige Ansätze kommen dann später. Ein paar nicht technische Wege, die interessanterweise zum Teil in einigen Ländern funktionieren, das sind meistens Länder, die so Software wie Smartfilter oder ähnliches installiert haben, das ist das, was ich hier auf den Folien kurz beschrieben habe. Also zum Teil reicht es einfach, da das www vor der URL wegzulassen. Also anstatt www.ccc.de nur ccc.de einzugeben und man kann surfen. Es umgeht dann sozusagen die lokale Struktur, wobei ich glaube, dass man die CCC-Seite ohne www gar nicht aufrufen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Oder einfach HTTPS zu nutzen. Es liegt also viel, also diese vier Methoden hier liegen viel daran, dass die Filter einfach falsch eingestellt sind oder dass man die quasi ein bisschen zu eng eingestellt hat. Und wenn halt der Mensch, der den Filter betreibt, ein bisschen cleverer ist, dann kann er das natürlich auch verhindern, dass diese Methoden funktionieren und daher braucht man halt irgendwie ein paar mehr Maßnahmen. Und jetzt lasst euch nicht irgendwie
schockieren von dieser Matrix, die ihr hier seht. Also das sind so ein paar Namen, ein paar von Zensurumgehungssoftware, Zensurumgehungsmaßnahmen, die mir so eingefallen sind. Die zum Teil, also einige sind veraltet, einige gibt es nicht mehr, andere funktionieren nicht mehr. Aber ich will halt nur mal zunächst so einen Überblick geben, was momentan vielleicht es gibt oder was es halt auch gegeben hat. Ich sehe da so ein paar kreative Beispiele hier mit dabei. Ich meine, das ist, was vermutlich jeder kennt und jeder irgendwie benutzt hat, sind Open Proxies, also offene Proxies oder halt einfach ganz normale VPNs, virtuelle private Netzwerke. Ich denke, das ist also, dürfte hier in den Kreisen wohl bekannt sein. Al-Qasir, das, was ja auch oben in der rechten Ecke steht, ist auch so eine Software, die vermutlich ähnlich einfach eines einfachen offenen Proxys funktioniert. Die ist sehr beliebt, eigentlich sozusagen in der arabischen Welt. Ist auch vergleichsweise einfach zu benutzen und auch der Mensch, der die entwickelt, kommt halt sehr aus der arabischen Welt und propagiert das dann dort. Und also er ist gerade irgendwie dabei, so eine TED-Konferenz in Jemen zu organisieren, die ich glaube heute oder morgen anfängt. Und, aber da geht es halt weniger um Überwachung, sondern so um allgemeine Sachen. Psifon ist das erste Produkt, was wirklich Zensurumgehung zum Ziel hat. Psifon hat mittlerweile drei verschiedene Versionen draußen, also Psifon 1, Psifon 2 und Psifon 3. Die erste Variante, das war halt so eine Windows-Software, also die hat man da einfach installiert und konnte dann Verbindungen freigeben. Was es letztlich gemacht hat, war halt auch auf den Windows-Rechner als Proxy, als offenen Proxy zu konfigurieren. Man konnte die Adresse dann seinen Freunden in den zensierten Ländern weitergeben, konnte da auch Zugriffsbeschränkungen einstellen und dann konnten die halt über diese Software mit dem eigenen Rechner Kontakt aufnehmen und der eigene Rechner, der dann halt nicht zensiert ist, ruft dann halt die Informationen ab. Das ist dann irgendwann vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren abgelöst worden von der Psifon Version 2. Und da sind die halt einen ganz komplett anderen Weg gegangen. Haben also versucht, so ein bisschen so eine obskure Komponente mit einzubauen. Das heißt, man bekam, wenn man überhaupt Zugang zu Psifon irgendwoher bekam, also es lief in der Regel über Freunde und Freunde von Freunden, bekam man eine IP-Adresse und bei der IP-Adresse gab es einfach nur ein Login-Feld, also klassisch Nutzername, Passwort. Und wenn man da eingeloggt war, sah man so eine Art Google-Eingabefenster. Also wenn ihr google.de oder google.com aufruft, da seht ihr auch nur diese Eingabe-URL. Und so war das bei Psifon. Man gab halt seine URL da ein und Psifon 2 in dem Fall hat dann die URL aufgerufen und das Ergebnis präsentiert und man konnte die Seite halt ganz normal bedienen. Also das war eine sehr einfache Möglichkeit und ich muss auch sagen, aufgrund meiner Erfahrung mit den Leuten vor Ort, die haben wirklich sehr, sehr gerne das Psifon benutzt. Ich meine, es hat natürlich auch Schwachstellen, auch der Sensor kann natürlich auch diese Verbindung zu Psifon blockieren. Allerdings für, ich sag mal, die nicht technischen Leute, die, also gerade so Journalisten, die sich wenig mit Technik beschäftigen wollen, war Psifon 2 wirklich eine sehr schöne, gute Alternative. Seit diesem Jahr gibt es dann die Version 3, die wieder auf so eine Installationsgeschichte umgewandelt ist. Allerdings habe ich die noch nie ausprobiert. Also da kann ich momentan wenig dazu sagen, wie die jetzt funktioniert und was so die Hintergründe sind. Ja, ein weiteres Beispiel aus diesem Korb von Software ist Haystack. Bei Haystack muss man vielleicht als Hintergrund wissen, dass die US-Regierung sehr viel Geld investiert für Freedom of Information, Zensurumgehung, allerdings im Ausland. Also es geht da nicht um innerhalb der USA, sondern immer außerhalb der USA. Also ich glaube, so um die 100 Millionen US-Dollar stellen die zur Verfügung an Projekte, die sagen, hier, wir machen halt hier Zensurumgehungssoftware oder machen halt irgendwelche Initiativen. Ja, und Haystack hat vermutlich das Geld dankend in Empfang genommen und mir fiel Haystack das erste Mal durch so eine Pressekampagne auf, dass die gesagt haben, ja, wir sichern halt Nutzer im Iran ab und Millionen Iraner nutzen Haystack, ohne erkannt zu werden und das ist ja total super und total klasse. Und ich meine, wenn man sich mal überlegt, wenn man eine Zensurumgehungssoftware anbietet, ist glaube ich das Letzte, was man machen will, eine Medienkampagne zu fahren und sozusagen den Zensor mit der Nase drauf zu stoßen, hier, ich habe eine super Zensurumgehungssoftware, weil dann wird der Zensor vermutlich als allererstes meine Software angucken und gucken, wie man die blockieren kann. Bei mir war es so, dass mich dann nach einiger Zeit irgendwie mal ein Journalist anschrieb und meinte, hier, wie sieht's denn aus, kennst du Haystack, hast du davon schon mal was gehört? Und
ich habe halt auch nur diese, die Begründung geliefert, die ich jetzt hatte, hatte mich dann ein bisschen umgehört und einige Quellen sagten dann ja, also zum einen kennen sie niemanden im Iran, der Haystack jemals gesehen oder benutzt hat, und auch der Jemenische, der diese Firma gegründet hat, war wohl eher durch großmundische Versprechungen bekannt. Und irgendwann später hatte dann der Jake Applebaum mal die Möglichkeit, den Quellcode von Haystack anzuschauen und hat sich bei Twitter relativ eindeutig über die Qualität dieser Software geäußert. Und das war, also ich glaube, seine Messages dann waren auch so ziemlich das Ende des Projektes. Also im Wesentlichen schien die Software nicht wirklich zu funktionieren. Ja, eine ähnliche Sache, die auch von Jake Applebaum genauer angeguckt wurde, war Ultrasurf. Ultrasurf ist auch eine Lösung, die sehr oft propagiert wurde, wo man viel in den Medien liest, nutzt das dort zur Zensurumgehung, das ist schnell, das ist sicher. Ultrasurf sagt selbst, sie tauschen irgendwie, ich glaube, 1 Million Mal pro Stunde die IP-Adresse, sie können nicht blockiert werden und so weiter und so fort. Und mir ist es auch die Software irgendwann im Wired-Artikel mal irgendwie aufgefallen, da war nämlich der Chefentwickler der Software, der saß mit dem Reporter halt im Café, die haben sich halt über Ultrasurf unterhalten und in dem Artikel stand dann, ja, der hat halt seinen Laptop geöffnet und hat im Artikel einfach mal die Zugriffslogs von den Ultrasurf-Nutzern gezeigt. Und naja, weiß nicht, ob das, also es erweckte bei mir kein Vertrauen, also es sorgte dafür, dass ich dann auch gesagt habe, also Ultrasurf und Software, die möchte ich niemandem empfehlen. Und Jake hat dann halt sehr viel Reverse Engineering betrieben in Ultrasurf und hat einfach Sachen entdeckt, die, also da schlackert man nur mit den Ohren. Also es ging halt so weit, dass sogar Ultrasurf zum Teil Tracking-Cookies von Google Ads mit installiert auf den Rechnern. Und also man kann es auf triviale Art und Weise blockieren. Es ist quasi von der Funktionalität einfach so ein Single-Hub-Proxy wie halt oben links, quasi ein offener Proxy. Also es gibt auf der Webseite des Tor-Projektes dazu ein längeres Paper. Also wenn man das durchgelesen hat, dann spätestens dann will man Ultrasurf nicht mehr benutzen. SafeWeb ist auch so eine Sache, die sehr lange propagiert wurde als Zensurumgehungssoftware. Und irgendwann hat SafeWeb dann einen Ableger gegründet, der hier nannte sich Triangle Boy. Und ja, da haben halt auch Journalisten mal nachgeguckt, was macht denn eigentlich Triangle Boy, wer finanziert den Triangle Boy, und haben festgestellt, also das wird von einer CIA-Organisation unterstützt, und dann wollte irgendwie auch niemand so richtig mehr SafeWeb benutzen. Unverständlicherweise natürlich, warum. Es gibt natürlich hier noch eine ganze Reihe von interessanten Ansätzen, auf die ich hier gar nicht eingehen will. Also teilweise neue, teilweise alte Sachen. Ich will auf die blau hier unterlegten Sachen im Folgenden halt mal ein bisschen genauer eingehen. Wobei, also mir hat heute früh jemand gesagt, dass in diesem Talk von Roger R. Dingeldein und Jacob Applebaum über das Tor-Ecosystem, die haben wohl auch vergleichsweise viel über Flash-Proxys und Bridges gesprochen. Das heißt, ich werde versuchen, dort mich nicht großartig aufzuhalten. Ja, generell, wenn man sich überlegt, wer ist denn der Angreifer, wer ist sozusagen den, gegen den man sich schützen will, und dann ist es in vielen der Papers sozusagen der gemeinsame Nenner, dass man erstmal zunächst einen Angreifer hat, der beliebige Netzwerkpakete locken kann, das heißt, er kann beliebige passive Attacken machen, und er kann natürlich auch aktive Attacken fahren, das heißt, er kann fremde Pakete in das Netzwerk mit initiieren, er kann bestehende Pakete modifizieren, kann Pakete zurückhalten, auch einfach die Abgehörten wieder einspielen, und die meisten Projekte versuchen halt Schutz gegen so einen Angreifer zu bieten und meist sehr explizit außen vor sind Angreifer, die Möglichkeit haben, irgendwelche Software oder Hardware auf den Nutzerrechner aufzuspielen, weil ich meine, dann hat man natürlich eine ganz andere Klasse von Problemen. Und insbesondere in China gab es mal diesen Vorstoß, ich glaube, Green Dam Use Escort Software hieß das. Das war also auch so eine Art Kinderschutzsoftware, die standardmäßig installiert werden sollte auf die Rechner. Und das schien auch in China nicht besonders positiv anzukommen. Also das ist dann wieder zurückgerufen worden. Zumindest wird das in China nicht mehr so für die komplette Allgemeinheit eingesetzt, sondern nur für Spezialfälle. Ja, Infranet ist so der erste Punkt, den ich hier
mit vorstellen will. Infranet selbst, seht ihr, ist ein vergleichsweise altes Projekt, schon 10 Jahre alt, stammt aus der Feder von Nick Feimster und Kollegen. Und die haben sich damals so die Gedanken gemacht, man könnte ja einfach das HTTP-Protokoll nehmen, hat irgendwie einen Responder und einen Requester. Der Requester will irgendwie Informationen haben. Und dann sendet man einfach ein paar HTTP-Nachrichten hin und zurück, sagt, hier, gib mir doch mal die Seite xyz.html auf einer bestimmten Seite. Und was sozusagen gegenüber dem Responder noch an mehr Informationen ist, dass meinetwegen xyz heißt, ich möchte vielleicht auch eine Seite xwq noch mit abgerufen haben. Also ich erkläre das gleich im Detail. Also man versucht sozusagen eine Art versteckten Kanal über die HTTP mit aufzubauen. Und es ist vergleichsweise interessant. Und was sie dann mit an Zielen haben, ist zunächst erstmal, dass der Requester, also derjenige, der die Information haben will, der möchte gern Deniability, also das heißt, fällt gerade kein adäquates deutsches Wort ein. Also er möchte quasi gegenüber dem Sensor sagen können, ich habe die Seite nie abgerufen, ich habe einfach ganz normal gesurft. Der Responder wiederum sollte möglichst versteckt sein, also sollte für den Sensor nicht erkennbar sein, wer Responder in diesem Protokoll ist. Und natürlich möchte man eine robuste Kommunikation, und auch dort war ein Ziel, eine vergleichsweise gute Performance zu bekommen. Ja, und was sie dazu benutzen, was wir dann im späteren nochmal brauchen, ist eine sogenannte Hiding-Funktion, also eine Versteckfunktion, die hier mit H bezeichnet wird, und in diese Funktion H fließen halt 3 Komponenten mit ein. Das ist M, hier ist die Nachricht, also da stecke ich sozusagen die Informationen rein, welche Informationen will ich wirklich haben, also zum Beispiel, ich möchte Informationen von Wikipedia haben. Von einer bestimmten Seite. C ist das Cover, dort steckt mehr oder weniger Informationen drin. Gib mir doch mal eine Seite von meiner Regierung. Also das ist sozusagen so eine Cover-Message. Und S ist dann ein gemeinsames Geheimnis, was ausgehandelt wird. Ja, und Infranet selbst unterscheidet sehr stark zwischen Up- und Downstream-Communication. Bei der Upstream-Communication ist es so, dass man in der Regel über verschiedene URLs kommuniziert. Also im schlimmsten Falle kann es sein, dass man so eine Art bitweise Kommunikation macht. Das heißt, wenn ich sage, ich mache einen HTTP-Request, der heißt get/http1.1, dann gucke ich, wie sieht er als Bitstream aus, also 01, 01, 01, und mache quasi für jedes Bit eine einzelne HTTP-Anfrage, und der Responder wiederum baut sich diese Bits wieder zusammen und holt die Informationen und schickt die dann weiter. Oder es gibt halt auch verschiedene andere Mittel und Wege, das Ganze zu machen. Man kann es halt auch auf anderen Weg machen. Und Downstream wiederum ist es so, dass dem Benutzer JPG-Images geschickt werden, und das Bild ist zunächst erstmal ein normales Bild, aber es ist natürlich ein bisschen steckernografisch angereichert. Das heißt, der Client, der Requester, hat dann irgendwie eine Steckernografie-Software mitlaufen und zieht dann aus dem Bild die wahren Informationen raus. Ja, und dann besteht sozusagen das Infranet-Protokoll selbst aus so 3 Schritten. Den Tunnel-Setup, den man am Anfang macht, und dann die Upstream- und Downstream-Kommunikation. Und jetzt nochmal ganz kurz durchgegangen, wie sieht dieser Tunnel-Setup denn eigentlich aus? Zunächst, erstmal im ersten Schritt, geht der Requester hin zu dem Responder und sagt, ich möchte bitte die index.html-Seite haben. Das ist quasi so eine Art Hello, also der Initialisierungsschritt. Und der Responder im zweiten Schritt generiert eine Session-ID, quasi eine einzigartige ID für diese Sitzung, und versucht, die irgendwie wieder zurück an den Responder zu bekommen. Also zum einen kann er das machen, indem er dann versucht, einen Cookie zu setzen, oder indem er halt die URL entsprechend manipuliert. Dann geht es halt weiter, dass der Requester hier diese Hiding-Funktion nimmt und da zunächst hier so eine Initialisierungsfunktion reinsteckt und irgendeinen beliebigen HTTP-Request. Der Responder wertet das Ganze mit aus, schickt dann über diese Tunnelfunktion halt auch gemeinsame Schlüsselinformationen rüber, und danach gehen die davon aus, dass der Tunnel steht, und senden dann halt jeweils verschiedene Frage- und Antwortsachen hin und her. Bei der Upstream-Kommunikation hatte ich schon gesagt,
letztlich versucht jetzt der Requester immer über den Abruf von speziellen URLs hier Informationen an den Responder zu übertragen. Und zwar kann das eben zum einen wirklich so sein, dass man das bitweise macht und dann eben pro Request, die man wirklich haben will, vielleicht 100 URLs anfragen will. Oder man hat sich vorher auf irgendeine Art Wörterbuch geeinigt und ruft dann halt spezielle URLs ab. Und wenn ich halt xyz.html abrufe, dann weiß vielleicht der Webserver oder der Responder auf der anderen Seite, dass es eigentlich ein GET-Request zum Beispiel ist oder dass es halt bestimmte andere Informationen ist. Und ja, die beiden Wege sind quasi hier vorgesehen. Ja, und auf der anderen Seite, das hatte ich schon gesagt, Downstream bekommt man dann halt steckernografische Bilder, die wieder ausgewertet werden. Und dann kriegt man halt die Nachricht angezeigt. Ja, und jetzt kann man halt als Angreifer versuchen, verschiedene Wege hier zu gehen. Also man kann versuchen, über statistische Methoden das Ganze zu analysieren, zunächst passiv den Traffic anzuschauen. Und ich meine, es fällt natürlich oft, dass vergleichsweise viel an HTTP-Anfragen laufen, vermutlich viel mehr als bei einer normalen Anfrage, und hier ist also ein erster Ansatz. Ein zweiter Ansatz, der ja gar nicht so explizit drinsteht, die Autoren des Papers von 2002 haben damals explizit gesagt, dass sie davon abraten, SSL zu benutzen, und zwar damals mit der Begründung, dass SSL vergleichsweise wenig benutzt wird und man sofort auffällt, wenn man SSL benutzt und dann sozusagen die Aufmerksamkeit des Sensors auf sich zieht. Heute würde man das vermutlich ein bisschen anders machen. Grundsätzlich kann man natürlich hier, das ist der zweite Teil, so mit aktiven Attacken arbeiten. Das heißt, man kann Requests manipulieren, man kann einfach selber Requests als Angreifer an den Responder schicken oder, was noch interessanter ist, einfach Requests wegwerfen. Also diese sogenannten Deletion Attacks, die Löschattacken sozusagen, Löschangriffe, basieren darauf, dass man quasi einfach einen Request wegwirft und auch an den Responder einfach hier ein Reset schickt. Und das führt dann letztlich zu diesem dritten Angriff, dieser sogenannten Selective Degradation Attacke. Und was da der Sensor macht, der versucht halt hier wieder mit statistischen Methoden ranzugehen und sagt einfach, er mit so einer Wahrscheinlichkeit P mache ich einfach eine Deletion-Attacke. Und zwar bei beliebigen Requests. Also ich gucke einfach in den Stream und breche quasi die Verbindung mit einer Wahrscheinlichkeit P bei allen Nutzern ab, und mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P wird es halt korrekt durchgeführt. Wenn man sich das jetzt überlegt, beim normalen Nutzer, der hat einfach das Problem, der muss halt dann nochmal die Ressource abrufen. Es dauert ein bisschen mehr an Downloadzeit. Aber Infranet selbst muss jetzt anfangen, die gesamte Sitzung nochmal neu zu initialisieren. Das heißt, nochmal mit diesem die Index-Seite abzurufen, den ganzen Tunnel-Setup halt zu machen. Und jetzt für einen normalen Nutzer ist es sozusagen rein abstrakt gesehen, der braucht 1 durch 1 minus p Versuche quasi, um an seine Quelle zu kommen. Und so ein Infranet-Nutzer, der dann halt insgesamt n Requests macht, also im schlimmsten Fall halt wirklich sozusagen bitweise das Ganze probiert, da kommt halt hier so ein Faktor von n mit rein. Und der macht dann relativ schnell so eine Sitzung erkennbar. Und ja, dann weiß man sozusagen, aha, das ist also ein Infranet-Nutzer, und dann kann man hier was machen. Aber das ist, wie gesagt, vom Ansatz, von der Grundidee halte ich das für vergleichsweise interessant und vergleichsweise ausbaubar. Ein weiterer Ansatz, der von Damon McCoy stammt, heißt Proximax. Proximax, die sind von ihrem Systemdesign davon ausgegangen, dass sie sagen, naja, wir haben einfach irgendwo einen großen Pool an Proxys laufen. Also es gibt irgendwie eine Gruppe von Administratoren, die verwalten einen großen Pool von Proxys. Und wenn ein Nutzer halt anfragt, dass er gerne einen Proxy haben möchte, geben wir ihm diesen Proxy oder die Proxy-Informationen weiter und machen das halt so lange, bis dieser Proxy gesperrt wird. Dann fällt er sozusagen aus dem Pool raus und wird halt nicht mehr benutzt. Und was sie halt jetzt versuchen, ist, den Nutzen, der aus diesem ganzen Konstrukt herausgeht, zu maximieren. Also haben sie so dann später so ein relativ theoretisches Modell zunächst entwickelt, wie man hier den Nutzen maximieren kann. Ja, und bei Proximax ist es halt grundsätzlich so, dass es hier
man sehr stark von der Nutzerseite ausgeht. Es gibt also bei dem System sogenannte registrierte Nutzer, die sind im Proxymax-System bekannt. Und die bekommen direkt von Proxymax die Informationen über ein Proxy. Und diese registrierten Nutzer können dann später zu den sogenannten normalen Nutzern gehen und sagen, hallo, lieber Nutzer, ich habe hier ein Proxy, du kannst den jetzt benutzen. Und Proxymax im Hintergrund macht einfach so eine Auswertung, wie lange ist der Proxy am Laufen gewesen, wie lange war der wirklich benutzt und auch wie viele Nutzer haben diesen Proxy halt auch verwendet. Ja, und das ist das, was ich hier schon gerade gesagt habe, also die Usage Rate und das Risiko geblockt zu werden. Und das Ganze wird dann halt eben in dieser Variable Yield hier dann gemessen. Das ist halt so das Maß, wo man versucht, hier eine Maximierung drauf zu betreiben. Und grundsätzlich hat man hier so die Administratoren als die eine Gruppe, die Proxys betreiben. Man muss die Channels, also die Nutzergruppen halt ein bisschen managen. Und das Hauptproblem liegt eigentlich darin, hier Nutzer auch einzuladen. Das heißt auch eine Frage, die sich halt hier stellt, ist, wie bekommt man registrierte Nutzer dazu in das System rein und wie kann man möglichst vertrauenswürdig und möglichst gut hier auch normale Nutzer mit unterstützen. Und was sie jetzt gemacht haben, was jetzt ein bisschen der Theorieteil ist, Proxymax hat jetzt so eine Art mathematisches Modell entwickelt, hat gesagt, okay, wir haben jetzt so verschiedene Variablen, die uns zur Verfügung stehen. Also M ist in dem Falle die Anzahl von Ressourcen, die Anzahl von Proxys, die ist halt gegeben. Es gibt eine Anzahl von Benutzern, von Kanälen. Es gibt eine Variable, die heißt RI, das ist so die Anzahl von Ressourcen, die über ihren jeweiligen Kanal beworben werden. TI ist die Lebenszeit einer bestimmten Ressource. Dann wird halt über die Variable Alpha das Risiko eines bestimmten Kanals gemessen. Und U ist in dem Fall die Benutzung des jeweiligen Kanals. Und jetzt versucht man halt in weiteren Schritten halt hier eine Maximierung zu machen. Das heißt, gewisse Variablen kann man messen, andere muss man halt schätzen. Und für Schätzungen hat man in der Mathematik halt sowas mal erfunden oder sich ausgedacht wie Maximum Likelihood-Schätzer. Also das ist, glaube ich, so die schockierendste Folie vielleicht. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Also was man hier im Wesentlichen macht, also man hat hier auf der linken Seite das Lambda I ist das absolute Risiko, was das System bietet. Das ist eine Summe aus den einzelnen Lambda Js und eines inhärenten Risikos Gamma. Also da stecken halt so ein paar Grundsatzannahmen drin. Und auf der anderen Seite, das ist die Benutzbarkeit, die Usage. Auf der rechten Seite in dem Falle, das ist einfach die Summe über die einzelnen UJs. Und jetzt versucht man halt dann im nächsten Schritt so eine Log-Likelihood, also so ein Maximum-Likelihood-Schätzer darauf anzusetzen und abzuschätzen, wie sich das Lambda J hier verhält. Also das ist im Wesentlichen, also wer sich ein bisschen mit Mathematik auskennt, wird hier die was sie halt als Grundsatzannahme reinstecken, ist, dass sie eine Poisson-Verteilung haben. Und was man hier nach dem ersten Ist-Gleich sieht, ist einfach die Verteilungsfunktion der Poisson-Verteilung. Und das ist also vergleichsweise Standardmathematik und ich habe halt nur versucht, mit den zwei Ist-Gleichs kurz zu erklären, wie das jetzt aufgelöst wird. Also im ersten Schritt wird also quasi einfach dieses Produkt einmal ausgeschrieben und die zweite Zeile, die man hier sieht, ist quasi die Anwendung dieser Log-Funktion auf die einzelnen Faktoren. Also Log von Lambda 1 ist sozusagen dann der erste Schritt, der sich hier ergibt. Und wie ihr vielleicht noch wisst von der Schule her, aus dem Produkt wird dann irgendwann entweder eine Summe oder hier in dem Fall steht hier oben ein Minus und deswegen haben wir dann hier unten das Minus Lambda 1 mal T1 stehen. Das ist quasi sozusagen die Umwandlung und das Ergebnis hier unten ist einfach diese Summe. Und diese Summe wird einfach jetzt dann nochmal abgeleitet nach Lambda J in dem Falle. Und das, was dann hier drin steht, da versucht man halt dann Maximierungs- bzw. Minimierungsoperationen drauf durchzuführen. Das heißt, entweder startet man mit numerischen Operationen ganz einfach und versucht hier drauf was auszuwerten oder halt so mit verschiedenen weiteren Methoden. Also man sieht eigentlich, dass das, was hier rauskommt, noch einfach mathematisch zu handeln ist und kann dann mit anderen Methoden das Ganze noch machen. Und
Wenn man das ganze Risiko abgeschätzt hat, kann man dann auf der zweiten Seite dann weitergehen und hier versuchen, diese Yield-Komponente halt zu maximieren. Und das ist letztlich eine Vergleichsweise, die Formel, die dabei rauskommt. Also ich will vielleicht gar nicht viel Zeit hier drauf investieren, euch nie allzu sehr verschrecken. Die Frage ist natürlich, wie kann man so ein System am besten angreifen? Das ist dann wieder so die Komponente aus der realen Welt. Das Einfachste bei dem Design ist einfach, die Administratoren anzugreifen, weil die Administratoren des Systems haben alle Informationen über die Proxys. Und wenn ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise die angreifen kann und an die Informationen komme, dann habe ich natürlich gewonnen, dann kann ich die Proxys einfach alle blockieren und das war's. Eine weitere Möglichkeit, die momentan interessanterweise gar nicht so viel, zumindest bekanntermaßen so viel benutzt wird, ist, dass der Sensor einfach seine Erkenntnisse teilt. Also das heißt, das ist quasi so eine Art Crowdsourcing bei Zensurmaßnahmen gibt, dass also die Zensoren hingehen und sagen, hier, ich habe die Proxys gesperrt, nee, andere sagt, ich habe die Proxys gesperrt, das wird alles gepoolt und dann hat man quasi vielleicht eine vergleichsweise vollständige Liste, also das wäre halt auch sehr fatal für das System. Oder aber was ein Sensor probieren könnte, ist einfach selbst an dem System teilzunehmen und versuchen, hier bei seinen Proxys einen maximalen Nutzen, also die Nutzenfunktion dort zu maximieren, viele Nutzer anzuziehen und wenn er dann wirklich sehr viele Nutzer hat, einfach dann seine Komponente halt zu blockieren. Das wäre halt auch so ein Versuch, der zumindest Funktionalität ein bisschen einschränken würde. Ja, dann Tor ist halt ein System, was vermutlich der meiste hier im Saal oder fast jeder im Saal kennen könnte. Kennt hier diese Folie, wie Tor halt funktioniert. Die stammt halt von den Tor-Webseiten. Also man nimmt halt Verbindung zu dem Verzeichnisserver auf, baut sich dann halt eine Verbindung ins Tor-Netzwerk auf und surft dann fröhlich vor sich hin. Und Tor ist ja durchaus ein sehr beliebtes Instrument in verschiedenen zensierten Ländern. Irgendwann gab es dann diese Erweiterung von Tor Bridges, die auch aus meiner Sicht sehr tiefgehend, zumindest hier in den technischen Kreisen, diskutiert wurde. Also Tor Bridges so als Eintrittspunkt in das Tor-Netzwerk bieten halt auch vielen Zensierten wirklich eine große Hilfe. Und wie kommt man an solche Bridges, ist vielleicht noch die Frage. Also im ersten Versuch kann man einfach selbst sich eine Bridge aufsetzen, macht die nie irgendwo bekannt, also gegenüber dem Tor-Projekt, sondern sagt einfach seinen Freunden hier, das ist die Adresse meiner Bridge, bitte nutzt die. Oder wer Bridges braucht, kann halt auch so zu einer URL gehen, bridges.torproject.org, oder kann eine E-Mail, also eigentlich eine Gmail schicken an diese Adresse und bekommt Adressen oder halt dann direkt die Menschen vom Tor-Projekt fragen und bekommt dann die Adressen und kann dadurch also doch in vielen Ländern vergleichsweise sicher und geschützt surfen. China ist hier wieder der Spezialfall, die sich hier doch einige Sachen haben einfallen lassen. OBSS steht für halt Obfuscated. Ist halt auch wieder so eine Entwicklung, die ich vermutlich auch der Roger gestern mit vorgestellt hat. Das OBFS-Proxy ist so ein Framework, um ein paar, ich sag mal, nettere Features mit zu finden, weil wenn man jetzt Tor benutzt und jemand, der hat eine kleine TBI-Kiste dastehen, kann er das durchaus relativ schnell erkennen, dass jemand Tor benutzt. Zum Teil auch bei den Tor-Bridges kann man das gut erkennen. Und jetzt kann man mit dieser Architektur hier, mit diesem Framework, sich ein paar Plugins basteln. Und hier in den Klammern seht ihr so ein paar Schlagworte. Also zum einen gibt es ein Plugin, was einfach normal aussehenden HTTPS-Traffic versucht zu generieren. Das heißt, der Sensor, der jetzt auf die Verbindung guckt, guckt zwar vielleicht auf eine Tor-Bridge-Verbindung, aber für ihn sieht es aus, als wäre das irgendwie ein Firefox, der mit dem Apache-Webserver per SSL redet. StegoTorus ist so ein Ansatz, da versucht man den Stream so zu modifizieren, dass es aussieht, als wird da so ein bisschen JavaScript und PDF-Dateien hin und her geschickt. Und ich glaube, Skype Morph heißt das, bin mir gerade nicht ganz sicher, das versucht einfach so Skype-Video-Call Sequenzen hin und her zu schicken, ist also auch so eine Art, den Traffic zu verstecken. Und ein Ansatz, der sehr vielversprechend ist in der praktischen Welt, sind die sogenannten Flash-Proxies.
Und Flash-Proxies lassen sich vielleicht am besten hier mit dieser Folie, mit diesem Bild erklären. Das stammt auch direkt von dem Projekt. Es sieht so aus, dass am Anfang gibt es also hier einen Client, also jemand, der in einem zensierten Land lebt, der muss halt seinem Tor noch ein sogenanntes Transport-Plugin hinzufügen. Das in der Praxis funktioniert das in der Regel so, dass man einfach eine Zeile in seine Tor-RC reinschreibt, und auf der anderen Seite gibt es die Tor-Relays, die halt auch so ein Plugin mit aktivieren müssen. Und wenn das passiert ist, macht der Client einfach, der meldet sich bei so einem Facilitator an und sagt, hier, ich möchte gerne Tor in irgendeiner Art und Weise benutzen, und der Facilitator merkt sich das. So, und jetzt kommt eine dritte Komponente hinzu, nämlich jemand, der das Ganze unterstützen will, hat eine, vielleicht eine Website, also ihr könnt zum Beispiel eine Website betreiben oder Google betreibt ihre Google-Seite da, und man kann jetzt auf seine Website einfach so ein kleines Stückchen JavaScript einbauen. Und wenn der Nutzer, jetzt kommt irgendein ein dritter Nutzer auf meine Webseite, surft die an, und dann wird dieses Stück JavaScript ausgeführt. Und was macht dieses Stück JavaScript? Das nimmt zum einen einen Kontakt auf zu diesem Facilitator und fragt an, lieber Facilitator, gibt es denn jemanden, der hier Verbindungen nutzen will? Und dann kriegt er halt eine Adresse, und dann baut zum einen der eine Verbindung zu diesem Client auf, also das ist der Schritt 4, und zum anderen eine Verbindung zu dem Tor-Relais und fängt an, Daten hin und her zu schicken, solange bis der Nutzer halt die Webseite wieder schließt oder woanders hingeht, dann ist die Verbindung halt wieder weg. Und, also es klingt natürlich erstmal sehr, sehr wild, weil ich weiß nicht, wie euer Browsing-Behavior, also wie euer Browse-Verhalten ist. Also üblicherweise lese ich vielleicht irgendwie eine Seite durch, dann mache ich die zu, und jetzt würde ich erwarten, keine Ahnung, eine Minute bin ich vielleicht auf so einer Seite, bringt mir das wirklich was? Und, aber es gibt hier, wir haben einige Tests durchgeführt, zum einen mit Seiten, die halt quasi, also mit Nutzern, die ihre Webseite permanent offen haben. Dann ist die Geschwindigkeit vergleichbar zu Tor. Und wenn man halt so Nutzer hat, also wir haben einfach so einen Test gemacht, dass ich glaube, alle 10 Sekunden wird die Seite geschlossen und man muss quasi hier eine neue Verbindung als Client dann sich suchen, dann war die Geschwindigkeit so, ich glaube, zwischen 20% und 40% geringer als Tor. Und in den praktischen Versuchen in China war es so, dass diese Verbindung wohl bisher dort niemals gesperrt wurden. Also das war halt eine ein doch wirklich sehr guter, sehr sinnvoller Ansatz. Es gibt natürlich dann hier so ein paar Probleme, die man umgehen muss. Da würde ich euch da wirklich empfehlen, lest euch das Paper mal durch. Würde die Folie gerne überspringen und noch mal ein paar Worte zu Telix erzählen. Telix ist auch ein vergleichsweise neuer Ansatz. Wurde damals auch mit großer Euphorie entgegengenommen, und er ist auch von der Idee her, finde ich den total klasse. Also ich finde es immer wieder spannend, Telix anzuschauen. Das einzige Problem ist eigentlich das, was schon am zweiten Punkt steht. Dass Telix wirklich funktionieren kann, braucht ein ISP, also einen Internet Service Provider, der in seinem Netz so eine Telix-Station baut. Und ich habe vor kurzem mit jemandem rumgescherzt, also der hat dann, vielleicht kann man sich vorstellen, in den USA, der hat zum einen seine Narrowsbox, seine Kiste, die den Traffic an die NSA weiterleitet, und daneben steht die Telix-Station, die hier Antizensur macht. Und das fühlt sich etwas weird an, so vom. Das ist merkwürdig. Und also das ist halt auch, also ich stelle mir auch die Frage, ob das wirklich so funktioniert, dass auch große ISPs sich so eine Telix-Station reinhängen würden in ihr Netz. Was Telix dann am Ende macht, ist, es guckt halt auch in den Traffic rein, also insbesondere in dem Fall hier in TLS-Traffic, und sucht nach speziellen Tags. Ich werde dann gleich noch erklären, wie das funktioniert. Und wenn es diesen Tag findet, macht es so ein bisschen Magie im Wesentlichen, übernimmt es quasi die TLS-Verbindung und sendet über die existierende oder über diese neu aufzubauende TLS-Verbindung dann die interessanten Daten. Ja, und ich habe das hier mal überblicksweise so dargestellt. Also zunächst erstmal ist es so, dass der Client hat irgendwie auf seinem Rechner diese Telix-Software und sucht sich eine Webseite aus, die in seinem Land nicht blockiert ist, auf die er frei zugreifen kann, und es kann eine beliebige Seite sein. Wichtig ist das Einzige, dass die nämlich per SSL oder TLS halt abrufbar sein muss, denn er verbindet sich halt per HTTPS mit dieser Seite.
Dann kommt irgendwann der Traffic zu dem Provider und zur Telex-Station des Providers und der Telex-Client baut sozusagen in diese SSL-Geschichte einen speziellen Tag ein. Also wer so wie ein bisschen im Kopf ist, wie SSL funktioniert, am Anfang wird dieses Client-Hello ausgetauscht, diese Client-Hello-Nachricht, wo unter anderem eine Nonce drinsteht, also eine Number Used Once, also mehr oder weniger eine Zufallszahl. Und Telex bastelt sich hier so eine spezielle Zufallszahl zusammen, die von außen wie Zufall aussieht, aber der Telex-Server dann, der beim ISP läuft, kann eben diesen Tag erkennen und weiß, aha, hier muss ich also ein bisschen was machen. Und in dem Falle, das hat ich alles schon erzählt, in dem Falle macht er einfach Folgendes, dass er sagt, zu der wirklich nicht, zu der Seite, die am Anfang ausgewählt wurde, die nicht blockiert wird, da bricht er die Verbindung ab. Oder er wartet zunächst so lange, bis er alle Informationen über TLS hat, bricht dann die Verbindung ab und macht quasi so eine TLS-Verbindung und schickt dem Client dann die wirklich interessanten Informationen zu. Das heißt, für den Sensor von außen sieht es aus, als hätte der Client nach wie vor eine Verbindung zu der unblockierten Seite, eine SSL-Verbindung, aber in Realität werden da ganz andere Daten drüber geschickt. Ja, ich hatte schon gesagt, dass der Tag, der muss halt irgendwie kurz und möglichst wie ein Zufallszahl aussehen. Von grundsätzlichen Details her sieht es halt so aus, dass Telex hier wirklich einen privaten Schlüssel nutzt. Also sie nutzen intern elliptische Kurvenkryptographie, basteln sich daraus halt einen öffentlichen Schlüssel. Also G ist ein Erzeuger von einer Gruppe, wem das was sagt. Und sie nutzen dann halt zwei kryptografische Hash-Funktionen und machen im Wesentlichen dann einfach so eine Diffie-Hellman-Key-Exchange-Operation. Das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig auch aus, aber im Wesentlichen, was hier drin steckt, ist wieder so Diffie-Hellman. Ja, und dieser Tag, der wird dann halt dann eben speziell benutzt. Also was ich vorhin sagte, also im ersten Schritt wird dieses Client-Hello gesendet mit diesem Tag und die Telex-Station erkennt halt diesen Tag und kann halt aufgrund der Spezifika diesen wieder extrahieren und sieht in dem Tag ganz speziell, welche IP-Adresse wirklich abgerufen werden sollte und noch ein paar andere Informationen und baut daraus halt lernt daraus den Schlüssel. Der Server selbst macht halt weiter mit seiner TLS-Connection und das Shared Secret, also dieses gemeinsame Geheimnis, wird am Ende auch benutzt, um einen Zufallszahlgenerator zu seeden, also zu füttern. Und diese Information über das Shared Secret und diesen PRG liegt allerdings auch bei Telex selbst und am Ende ist es halt einfach so, dass das Telex weiß genau alle Session-Informationen zu der SSL-Sitzung wie auch der Client. Das heißt, die Telex-Station kann diese TLS-Session aufbrechen, kann quasi reingucken, sendet ein Reset an den Originalserver und kann aber die Daten halt quasi immer noch verschlüsselt an den Client senden. Und das ist halt sozusagen der witzige, interessante Schritt hier, dass, ja wie gesagt, von außen sieht es aus, als würde der Client zu einer nicht blockierten Seite kommunizieren, aber eigentlich werden da die gesperrten Sachen dann drüber geschickt. Also das ist halt, wie gesagt, vom Konzept her nicht schlecht. Allerdings, es gibt so einen Proof-of-Concept-Code, der mittlerweile auch, ich glaube, mehr als ein Jahr da ist, liegt bei GitHub und kann man ausprobieren, aber es fehlt halt jetzt so ein bisschen die praktische Umsetzung und natürlich auch ISPs, die das wirklich in ihrem Netz umsetzen. Ihr habt es vorhin schon gesehen auf dieser Matrix, also es gibt natürlich sehr viele andere Namen, also die Sachen, die hier noch mit draufstehen, sind Entwicklungen, die jetzt so im Oktober, November gelaufen sind. Suite zum Beispiel ist so ein Ansatz, die versuchen per SMTP zu kommunizieren, also die versuchen quasi Webseiten per Mail abzurufen. Das ist, wie gesagt, erstmal eine witzige Idee. Und also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert. Ein weiterer Ansatz heißt Message in a Bus, ist auch Message in a Bottle, Entschuldigung. Und die versuchen über RSS-Feeds zu kommunizieren, was auch ein sehr interessanter Ansatz ist. Das heißt, man schreibt ein Blog-Posting und sendet einen Ping an einen anderen Server und
in dem Blogposting muss halt ein Bild drin sein mit irgendeiner steckografischen Nachricht. Und dieser spezielle Service nimmt dann halt das Bild, bastelt sich diese Nachricht dann wieder raus und also in diesem Proof of Concept Teil pastet er einfach eine Nachricht auf Twitter und versucht dann halt auch sozusagen Zensur zu umgehen. Also kreative Ansätze sind halt immer schön und gefragt, und wenn ihr halt irgendwie eine tolle, coole Idee habt, wäre es schön, wenn ihr halt auch euch da irgendwie einbringt und die vielleicht öffentlich diskutiert. Und natürlich, ich kann nur sagen, im Tor-Projekt, da gibt es natürlich sehr viel Forschung, sehr viel Entwicklung in dem Bereich. Und ich glaube, da freut man sich auch immer über Mithilfe. Ja, wie gesagt, das war es von meiner Seite erstmal so. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen mitgenommen. Und ja, wer noch Fragen hat, kann die jetzt gerne stellen. Wer Fragen hat, bitte hinter den Saalmikrofonen hier anstellen. Haben wir Fragen aus dem IRC? Ja, unser Signal Angel. Ja, also bis die Leute sich da formieren, eben eine kurze Frage, die war ganz am Anfang mal, da hattest du diese Blocklisten gezeigt und wie man den Namen einfach groß und klein schreiben kann. Das ist aber eigentlich alles egal, wenn man die IP-Adresse weiß, wo man hin will, oder? Genau, ja. Okay, also es war eine reine Verständnisfrage, danke. Mikrofon 2. Hallo, die Frage zu dem Telex, dieser ISP, muss das der ISP des zensierten Surfers sein oder ist das irgendeiner, den ich frei wählen kann dann? Also die Grundfrage wird da in dem Telex-Paper auch sehr stark diskutiert, also da sind sich die Autoren selber nicht klar, wie man am besten diese Telex-Station positioniert. Also eine Idee wäre, die Telex-Station quasi am zensierten, relativ dicht am zensierten Land zu platzieren. Und auf der anderen Seite kann man das halt auch direkt bei den Providern, wo die Seiten eventuell liegen, die blockierten Seiten, positionieren. Und es ist zumindest nach derzeitigem Stand unklar, was jetzt die bessere Variante wäre. Das muss man halt noch rausfinden, noch rausforschen. Mikrofon 3. Ja, jetzt mal keine Frage, sondern ich wollte gerade in dem Zusammenhang nochmal stressen. Viele Leute hier nutzen auch Services wie Perfect Privacy. Davon würde ich jetzt abraten, der wird von Nazis gehostet. Mikrofon 2. So wie ich Telex verstanden habe, macht er im Prinzip eine Form von Man-in-the-Middle-Attacke. Das heißt doch letztendlich, dass der Nutzer sich darauf verlassen muss, dass die Telex-Box beim Zugriff auf die zensierte Seite die Sicherheit herstellt und aufrechterhält, richtig? Also im Prinzip verlagere ich das Misstrauen, das ich gegenüber den Zensoren habe, in ein Vertrauen in irgendeinen ISP auf der Strecke zwischen mir und dem Server, den ich ansurfe, oder? Im Wesentlichen ja. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann ja. Dann stell die Frage nochmal einfacher kurz. Ich habe als Nutzer mit einer Telex-Box, da wird meine TLS-Session gehijackt. Ich habe keinerlei Verschlüsselung mit dem eigentlichen Zielserver, die ich über meine Client-Seite kontrollieren kann, richtig? Also man muss vielleicht hier berücksichtigen, wenn du eine normale Webseite aufrufen willst, meinetwegen deine Bankseite, dann macht Telex gar nicht diesen ganzen Hokuspokus mit dem Tag, sondern schickt dich einfach zu dem Bankserver weiter und du kriegst deine ganz normale TLS-Verbindung. Es ist nur so, wenn du halt jetzt eine gesperrte Seite aufrufen willst, dann wird eben dieser Hokuspokus angefangen. Mhm. Wir haben noch eine Frage aus dem IRC. Ja, die ist ein bisschen angewandt. Wie kommt man denn durch den Blue Code Proxy in der Firma? Ich habe bisher noch keine Probleme mit Blue Code Proxys gehabt, deswegen kann ich keine konkreten Hinweise geben. Ich vermute, eine einfache Suche nach Blue Code und Umgehung wird schon reichen. Also oder Tor oder ähnliche Sachen müsste man ausprobieren. Jo. Mikrofon 3. Ja, meine Frage knüpft direkt an die gerade von dem Herrn drüben an. Das ist ja tatsächlich einfach eine Man-in-the-Middle-Attacke und jetzt bekomme ich da mit Sicherheit kein gültiges oder hoffentlich kein gültiges Zertifikat präsentiert. Dann muss ich das natürlich annehmen, das kann ich machen, aber das kann der Zensor auch sehen, dass das nicht das richtige Zertifikat war.
Doch, also ich meine, ich habe hier ein bisschen gekürzt und jetzt auch zum Ende relativ schnell das Ganze gemacht. Du bekommst ein gültiges Zertifikat angezeigt, und zwar das Zertifikat, das ist noch der Teil der klassischen SSL-Kommunikation, von der nicht blockierten Seite. Also das ist sozusagen das. Und wie ist dann die Telexbox in meiner SSL, in meiner SSL-Verbindung drin? Also das ist mir irgendwie. Okay, aber vielleicht geht das zu weit. Ich lese mir vielleicht einfach das Paper durch. Also wie gesagt, ich musste jetzt am Ende ein bisschen schneller machen und habe da vermutlich noch ein oder zwei viel wichtige Punkte vielleicht weggelassen. Also da wäre es wirklich sinnvoll, nochmal in das Paper reinzugucken und sich auch nochmal klar zu machen, wie LSSL von der Schrittweise her funktioniert. Aber auf jeden Fall ist es in der Tat so, dass das Zertifikat noch von der Originalseite kommt und das da funktioniert. Okay. Mikrofon 1. Während dem Talk habe ich mir überlegt, wie ich das wohl machen würde. Ich bin jetzt kein Spezialist auf dem Gebiet, aber was ich mir überlegt habe, ist mal WordPress zum Beispiel, logge ich mich ein, um einen neuen Beitrag zu schreiben. Das ist meistens eine verschlüsselte Verbindung dann. Und dann könnte man wie serverseitig so ein Widget haben, das dann wie auch wieder ein Proxy ähnlich sozusagen die Verbindung aufbauen würde. Und idealerweise wäre natürlich dann der Server nicht in einem Land, das da überwacht wird, sondern vielleicht im Ausland. Und so könnte man eigentlich auch relativ unauffällig irgendwelche Inhalte aus dem Internet abrufen. Wäre das eine Idee oder das schon versucht, oder also, ist das mehr theoretisch eine Idee? Also du schreibst einen Beitrag bei WordPress und also ich nein, nein, jetzt nein, nein, nein. Wenn man sich einloggt bei WordPress, ist man dann im Backend drin. Und das ist in den meisten Fällen eine verschlüsselte Verbindung. Und dann kann man auf dem eigenen Server, das ist dann halt zum Beispiel im Ausland irgendwo, hat man dann ein kleines Skript, das ich dann wieder die URL angeben kann, weil ich die Seite ich anschauen möchte. Und das kopiert mir dann einfach die Inhalte über den Server im Ausland und dann nachher meine verschlüsselte Seite zu mir. Ich muss auch darauf achten, dass ich vielleicht den Cache dann im Browser ich immer noch lösche und so, wenn dann doch mal eine Hausdurchsuchung oder sowas kommen würde. Wäre das eine Idee? Ist das solche Ansätze gibt es, und was ein vergleichsweise interessanter Ansatz ist, es war vorne auf dieser Matrix zu sehen, ich glaube so relativ weit unten war das Pikidae. Und die machen das mit Bildern, also da gibt man quasi auch seinen Link ein, den man ansurfen will, und kriegt einfach ein Image zurück. Und da stehen halt dann die Image Maps für Links drin und kann halt dann auch normal surfen. Also das ist auch so ein ähnlicher Ansatz. Und es gibt auch Projekte, die auch das zumindest von der Idee her machen, was du gerade so vorgeschlagen hast. Okay. Ja. Eine weitere Frage aus dem IRC. Es war jetzt nicht auf deiner Liste. Kannst du auch was zum Phantom-Protokoll sagen? Nein. Okay. Mikrofon 3. Ja, gerade noch eine Anmerkung auch zu der Vertrauensfrage mit Man in the Middle. Es ist zwar schon so, dass man dem guten, in Anführungszeichen, ISP dann quasi seinen Traffic zeigt, aber das wird man ohnehin machen, weil der routet den eh. Das ist nicht mal ein Problem mit Telex. Als Anmerkung, man kann auch auf so einer Telex-Connection dann wieder HTTPS verwenden oder Tor verwenden, und ja, damit ist das eigentlich an sich in Ordnung. Nicht schlimmer, als wenn man einfach nur normal diese verbotene Webseite abrufen würde. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Mikrofon 3. Wie unauffällig oder auffällig ist das Ganze, wenn ich meinen Traffic über DNS-Proxy, so wie Dan Kaminski vorgestellt hat letztes Jahr? Es kommt darauf an, würde ich sagen. Also ich glaube, es funktioniert, das Problem hat man eigentlich bei allen Lösungen, es funktioniert so lange gut, wie es nicht wirklich viele benutzen. Wenn es anfangen, viele zu benutzen, dann werden halt auch die Zensoren darauf aufmerksam und versuchen, da Umgehungsmaßnahmen zu finden. Und ich vermute, hier mit statistischen Attacken kann man hier auch ein Stück weit rausfinden, dass sowas gemacht wird. Wir haben noch Zeit für ein, zwei kurze Fragen. IRC. Also was wäre deine Top 5 der Zensurumgehungssoftware? Welche würdest du benutzen in der Reihenfolge? Aber die Reihenfolge muss nicht unbedingt sein, aber so die Best of. Also was man jetzt wenn man praktische Lösungen anbietet und auch einen Nutzer hat, der bereit ist, sich ein bisschen technisch einzuarbeiten, würde ich persönlich momentan nur Tor bzw. Abwandlungen versprechen. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich auch das T-Shirt trage, sondern also fragt Roger Dingeldein, der hat einige Berichte von Nutzern in zensierten Ländern, wo er sagt, die einzigen Leute, die jetzt noch leben, sind Leute, die Tor benutzt haben. Und
Und das ist halt, also das ist nicht in jedem Land so, aber in, sozusagen in krassen Fällen habe ich den Eindruck, dass die momentan einzig funktionierende, praktikable Lösung wirklich Tor bzw. Bridges und weitere Sachen sind. Okay, danke. Noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann bitte eine Runde Applaus an unseren Vortragenden. Danke.